Stellt euch vor, meine lieben Freunde. Wir stellen uns. Stellt euch vor, wir befinden uns auf hoher See und feiern das Weihnachtsfest am Äquator. Wo bitte? Wir haben außerdem nette Gäste an Bord, die mit uns singen wollen. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch ein. Zur Krippe, ihr kommet in Bethlehemstall. Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Unser erster singender Gast an Bord heißt Ludwig. Ach was. Er ist Zuckerbäcker und trällert, Entschuldigung, und singt für sein Leben gern. Also, seid nett zu ihm. Der ist ja noch dicker als ich. Hoffentlich singt er auch so. Max, dies ist das Fest der Nächstenliebe. Danke, Ludwig. Junge, Junge, ganz toll. Kein Wort, Max. Ludwig, es war ein phonetischer Ohrenschmaus. Fragt sich nur, für welche Ohren. Max. Jupp. Und nun wird uns Rudi, trotz seines schweren Schnupfens, eine Strophe singen. Lehnt euch zurück. Ja. Und genießt die weihnachtliche Stimmung auf hoher See. Freddy Quinn im Taschenformat. Max, bitte. Ich bin bereit. Rudi, hau rein. Achtung, jetzt. Wir warten. Moment. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hürden, die kriegen Gesundheit. 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 Danke. Genau. Gesundheit und Glück wünsche ich euch allen. Danke für euren Gesang und für euer Bemühen. Bitte. So, jetzt gehen wir alle gemeinsam nach oben an Deck. Zieht eure Jacken an, es wird kühl werden. Ihr wisst ja auch, im Süden ist es nachts recht frisch. Ach ja, lasst uns die Sterne betrachten. Vielleicht sehen wir heute einen ganz besonders großen Stern. Ehrlich? Wer weiß, wer weiß. Meinst du den Stern von Bethlehem? Tja, wer weiß, wer weiß. Onkel Fred, sag doch was. Ja, ja. Nein, nein.